Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von DBB TV, wir haben uns heute hier in Leverkusen mit Bundestrainer Dirk Bauermann getroffen, um Ihnen einige Filme vorzubereiten und dann anschließend zu zeigen. Worum es genau geht, erklärt Ihnen jetzt der Bundestrainer. Ja, die Idee ist, uns an euch zu wenden, also die jungen Spieler zu wenden. Ihr seid ja die Zukunft unserer tollen Sportart und wir hatten die Idee, dass ich als Bundestrainer, dass der Athletiktrainer der Nationalmannschaft Markus Lindner und dass ein U18-Nationalspieler Mathis Mönninghoff euch Tricks zeigen, Hinweise geben, etwas zur Technik sagen, Athletik, solche Dinge mit euch immer in 2, 3, 4 oder 5 Minuten Segmenten zeigen, die ihr dann in eurem Training, auch wenn ihr alleine auf den Freiplatz geht, umsetzen könnt und probieren könnt und dadurch einfach besser werdet. Der zweite Teil wäre, uns an junge Trainer zu wenden. Und da ist es das Ziel, in der gleichen Form für die Trainer, für euch Hinweise, Ideen zu geben, wie man mit jungen Spielern im Alter zwischen 12 und 16 etwa arbeiten kann, um sie zu noch besseren Spielern zu machen. Das ist die Idee und deshalb sind wir heute hier. Ja, vielen Dank. Dann fangen wir jetzt mal an. Ich würde gerne mit euch über euer Verhalten bei Sieg oder Niederlage. Ich sehe oft Jugendspieler, Jugendmannschaften, bei denen die Spieler nach einem schlechten Spiel, einer Niederlage, total geknickt rumsitzen. Ihr müsst verstehen, dass eine Niederlage jedem passiert, auch Dirk Nowitzki, auch der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, und dass sie überhaupt nichts über euch als Spieler oder eure Jugendmannschaft aussagt. Was aber ganz viel über euch oder eure Jugendmannschaft aussagt, ist, wie ihr damit umgeht. Mir liegt sehr am Herzen, euch zu sagen, dass sowohl bei Sieg als auch bei Niederlage es wichtig ist, selbstkritisch in den Spiegel zu schauen und dabei ehrlich zu sein. Und nicht auf andere zu sehen, mit dem Finger zu zeigen, bei einer Niederlage oder beim Sieg zu glauben, dass man ganz alleine gewonnen hätte, sondern immer zu schauen, wo kann ich besser werden, wo muss ich besser werden. Und deshalb ist jede Niederlage eigentlich nicht mehr als eine Möglichkeit zu lernen, was man nicht wiederholen will, was man nicht nochmal machen will. Und genauso ist es auch eigentlich mit Siegen. Nach Siegen ist es wichtig, auf dem Teppich zu bleiben, sich nicht zu überschätzen, hungrig zu bleiben und weiter an sich zu arbeiten. Und zwar immer deshalb, damit der nächste Sieg, das nächste gute Spiel die logische Konsequenz aus eurer harten Arbeit ist. Also bei Niederlagen nicht frustriert sein, nicht weniger hungrig ins nächste Training gehen, sondern mehr wollen, mehr tun, manchmal auch ein bisschen böse mit sich selber sein und nach dem Sieg immer hungrig bleiben, immer besser werden wollen und nicht glauben, es geht jetzt alles von allein.